Heute gibt es wieder mal ein Aufgebraucht-Video. Ich habe innerhalb von 5 Monaten wieder einiges aufgebraucht und diese Produkte werde ich dir heute zeigen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Hier raschelt es schon. Ich habe wieder einiges an Produkten aufgebraucht und ich würde einfach sagen, wir legen los mit Cognac-Schwamm. Die verwende ich ja schon super lange, versuche die auch wirklich sehr lange zu verwenden. Wenn du die aufhängst, dann fangen die auch nicht an zu gammeln. Das ist immer schwierig bei so Schwämmen und so, also musst du vorsichtig sein und immer dran riechen. Und sobald dieses Ding sich verändert, sei es, wenn es irgendwie so schwarze Flecken kriegt, dann ist ein Schimmel drin oder es irgendwie anfängt zu riechen oder so, musst du ihn wegtun. Und das war jetzt einer aus der Lucky Vegan Box. Die gibt es auch unverpackt, aber unverpackt sind die so teuer, ich denke es mir jedes Mal. Werde aber jetzt dann auch mal zu einem unverpackten greifen, weil es einfach jedes Mal eine Plastikverpackung ist natürlich. Ich denke es mir jedes Mal so ein bisschen unsinnig. Dann habe ich was aufgebraucht, was nicht vegan und nicht tierversuchsfrei ist. Ich musste aber... Die Leute von meinem Zweitkanal, die wissen das. Ich packe dir mal meinen Zweitkanal hier unter das i. Ich habe die Pille abgesetzt und habe dadurch so Kopfhautprobleme bekommen. Dazu wird es auch noch Videos hier auf dem Kanal geben, wenn ich mir sagen kann. Da bin ich jetzt halt immer noch im Versuch. Das war meine erste Packung. Und Gott sei Dank hat es angeschlagen, muss ich wirklich sagen. Gott sei Dank. Allerdings... trocknet es halt einfach so stark aus, dass meine Haare jetzt einfach so fertig sind. Ich habe vor einem halben Jahr noch einmal die Woche Haare gewaschen, was bei mir super funktioniert hat. Jetzt muss ich jeden zweiten Tag waschen. Und ich muss. Also ja, sowas nimmt man nicht freiwillig, aber ich hatte eine offene Kopfhaut, das hat gejuckt und gebrannt. Mir sind die Haare ausgefallen. Und dann musst du halt einfach zu sowas greifen. Muss man in die Apotheke gehen. Thema Kopfhaut, ich weiß, jetzt werden einige sagen, ja, aber dann nimmst du sowas. Sowas immer mit Vorsicht. Immer. Das war jetzt nicht so gut. Das werde ich auch zukünftig nicht mehr verwenden. Das ist Trockenshampoo von Balea. Ich versuche selbstverständlich jetzt mal wieder eine umweltfreundlichere Alternative zu finden. Ich habe lustigerweise Probleme, wenn ich die Heilerde nehmen, die super feine, da juckt mir alles, im wahrsten Sinne des Wortes. Kakao kann ich nicht nehmen. Ich glaube, mit Stärke habe ich es noch nicht probiert. Mehl geht auch nicht. Also bei mir hat immer das Trockenshampoo am besten funktioniert, alles andere hat gejuckt wie die Sau. Also mit Geruch erstmal gar nicht mehr. Also es war vom Geruch her, also stellenweise echt also husten müssen. Fand es gar nicht gut. Dann habe ich aufgebraucht, das fand ich gar nicht mal übel. Allerdings versuche ich gerade mal bei einer Gesichtspflege, dazu wird es ein Video geben. Guck mal hier rein, da findest du einen Ordner, da habe ich die meisten Produkte schon mal vorgestellt. So final ist es vielleicht ganz interessant. Das ist richtig gut gewesen. Allerdings ist das voller Duftstoffe und Alkohol. Das ist immer schwierig, wenn man eh schon ein AHA-Produkt hat. Und mir haben diverse Leute auch geschrieben, dass sie das gar nicht vertragen haben. Kann an den Duftstoffen liegen, kann am Alkohol liegen. Und ich merke jetzt einfach im Moment, ich habe halt umgestellt, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, dass ich vorher schon einiges falsch gemacht habe. Und so Stoffe, so Duftstoffe, sind immer schwierig in der Kosmetik, weil sie halt doch aggressiv auf der Haut wirken können. Dann haben wir hier mein Waschmittel von Frosch. Ich werde mir jetzt, glaube ich, echt mal so einen Waschball kaufen. Ich habe gesehen, im DM gibt es auch so ein Ding. Oder? Ich glaube, ich habe das gesehen, bin mir nicht mehr so sicher. Den Waschball kannst du anscheinend nicht für stark verschmutzte Wäsche verwenden. Das funktioniert nicht so. Aber ich habe so spezielle Sachen wie meine Strümpfe zum Beispiel. Die könnte ich mit dem Waschball machen. Nichtsdestotrotz finde ich das aber richtig gut, weil ich halt eben auch eine Wollhose habe, die ich mir secondhand gekauft habe. Da wasche ich die auch immer mit und bin total zufrieden. Das riecht halt nicht so aufdringlich.
Dann haben wir hier noch eine Packung von einem Cognac-Schwamm, der ist von DM. Also ich liebe Cognac-Schwämme, muss ich wirklich sagen, weil damit trage ich immer Seife auf und das funktioniert für mich richtig gut. Ein eigentlich richtig schlechtes Produkt war dieses White Agavia. Es hat schon was auf der Haut gemacht, aber ich habe noch nie ein Produkt erlebt, was so parfümiert war. Und Duftstoffe reagieren eben auf der Haut. Das kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig erklären. Da kann ich euch den Leon wirklich empfehlen. Der kann das besser erklären als ich. Aber Duftstoffe zerfallen auf der Haut und das wird relativ aggressiv und deswegen reagiert man darauf auch. Ich habe gemerkt, ich reagiere auf manche eben auch und das ging jetzt noch, aber es hat echt gerochen wie ein Parfüm. Einmal habe ich das drauf gehabt und eine Bekannte von mir meinte zu mir so, du hast aber ein gutes Parfüm drauf. Ich so, ich habe gar nichts drauf und dann kam es mir. Das hat wirklich, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand so viel Duftstoff in ein Produkt gepackt hat. Das wird ja meistens gemacht, um ein Produkt attraktiv zu machen. Wir reagieren auf Duftstoffe, aber Duftstoffe sind meistens gar nicht so gut. Ich habe das jetzt erst gemerkt, als sich meine Haut so umgestellt hat und ich so fettige Haut bekommen habe. Einer der Gründe können auch Duftstoffe sein. Das regt nämlich die Talgproduktion an und das wissen viele nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Ein Gesichtswasser, was ich auch nicht mehr kaufen werde, ist Micellenreinigungswasser. Ich habe vom Leon, heißt doch so, oder? X Skincare, ja, glaube schon, Leon heißt er, glaube ich, habe ich erfahren, dass bei Micellenwasser das einfach so ist, dass diese Tenside auf der Haut weiterarbeiten. Das bedeutet, wenn du sowas verwenden würdest, müsstest du es wieder abwaschen und dazu hatte ich keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Im Moment verwende ich noch nicht mal mehr Gesichtswasser. Das habe ich komplett jetzt auch gestrichen, weil ich es nicht brauche. Ah, okay. Mich hat man gefragt, ob ich was zu denen sagen kann. Ich habe jetzt mal unterschiedliche Bio-Tampons ausprobiert und ich fand die gar nicht schlecht. Die Verpackung war ein bisschen blöd, also diese Folie drumherum. Ich glaube, das ist Plastik. Da sind die anderen. Die hier wollten ja die Plastikverpackung in was anderes tauschen. Ich glaube, das haben sie inzwischen auch gemacht. Die kaufe ich mir regelmäßig, weil mit denen bin ich einfach zufrieden. Die waren auch okay. Die waren wesentlich günstiger als die sogar. Die gab es bei Rossmann. Dann was haben wir noch? Aloe Gel. Also ich habe jetzt wirklich die Augen aufgemacht und kaufe ich so gut es geht keine Produkte mehr mit Duftstoffen. Es kommt halt doch vor, dass irgendwo mal Duftstoffe drin sind. Aber dann gucke ich halt wirklich, dass der Rest halt ohne Beduftung ist. Hier waren Duftstoffe drin, das muss überhaupt nicht sein. Und Alkohol war auch noch mit drin. Und Alkohol herkömmlicher ist halt, gerade wenn du fettige Haut hast. Und ich hatte ja richtig fettige Haut. Es ist gar nichts. Finger weg davon. Ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, dass meine Haut so gefettert hat, dass ich alle Produkte einfach weggelassen habe mit Alkohol. Und prompt ging es wieder. Dann habe ich leer gemacht, diese Handcreme. Die fand ich gar nicht schlecht. Die war mal in der Lucky Vegan Box drin. So weiß ich nicht, wo es die gibt. Mein DM hat die nicht. Ich fand die von der Größe her eigentlich ganz, ganz hübsch. So. Das Einzige, was mich gestört hat, als die Creme dann leerer wurde, du kannst sie halt nicht auf den Deckel stellen. Weil da ist es rund. Das ist ein bisschen ungeschickt. Also das sollte so ein bisschen überdacht werden. Vielleicht gibt es die Form auch schon gar nicht mehr. Kann auch sein. Dann habe ich hier, ja, die Dentabs Zahnbürste ist gar nicht mal übel gewesen. Wer wirklich weiche Zahnbürsten haben möchte, der guckt mal nach der hier. Die gibt es bei DM. Die ist tatsächlich weich, also wesentlich weicher als der Rest zumindest. Dann habe ich hier noch ein Trockenshampoo. Ich habe eben im Moment so Probleme mit meinen Haaren. Kopfhaut geht jetzt langsam. Die fetten so. Und ich weiß,
Man soll das auch nicht so richtig viel verwenden, weil das trocknet halt auch aus. Aber ich sehe es nicht ein und da bleibe ich dickköpfig. Ich wasche meine Haare nicht jeden Tag. Das, nee. Und das hilft mir halt dann doch in der Pony-Region. Dann kann ich wenigstens noch die Haare zusammenbinden. Weil wenn der Pony fettig aussieht, dann das geht gar nicht. Dann haben wir hier... Die wollte ich eigentlich nicht mehr zeigen, aber so als Erinnerung nochmals. Logocost, und dazu gehört Sante eben auch, ist zu L'Oreal gegangen. Also überlegt euch gut, welches Unternehmen ihr unterstützt. Es gibt genug Unternehmen, die sich nicht aufkaufen lassen, die nicht auf Profit aus sind. Klar, es will jeder überleben, es will jeder sein Geld verdienen. Aber wenn jemand so auf Profit aus ist und sich von einem Konzern aufkaufen lässt, wie... L'Oreal, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, der ist bei mir einfach unten durch. Und daher kaufe ich keine Sante-Produkte mehr. Und ist hier noch ein Trockenshampoo. Ich habe tatsächlich doch mehrere Dosen aufgebraucht. Das ist das Alge Marina. Das habe ich jetzt im Rossmann gar nicht mehr gesehen. Fand ich bis dato immer ganz gut. Hatte halt jetzt noch eins da. Leer. Dann habe ich auch aufgebraucht bio-vegane Skinfood. Die Sachen sind gut, kein Thema, aber sie sind halt voller Duftstoffe. Ne? Also das riecht richtig stark nach dieser Aufmachung. Ja? So Cranberries, da wird irgendwas von den Cranberries drin sein. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Guck ich nochmal unter dem i. Und da macht man halt dann Werbung, damit dass das drin ist, dann muss es auch danach riechen. Und das, finde ich, muss nicht sein. Ist ebenfalls Alkohol drin und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so eine stark fettige Haut, dass es eigentlich noch egal war. Aber das ist mit der Zeit dann immer schlimmer geworden, dass ich jetzt, so was ich jetzt mache, eigentlich eine komplett fettfreie Haut habe. Und ich das aber trotzdem nicht mehr riskieren möchte erstmal. Weil meine Haut stellt sich jetzt gerade um. Dann habe ich leer gemacht, Kaisernatron. Das waren jetzt Natron-Tabletten, aber ihr könnt mit Natron beispielsweise euer Deo machen, ihr könnt eure Haare waschen, was ich auch gemacht habe. Ich habe drin gebadet, genau, habe die Tabletten einfach ins Bad reingeschmissen. Ich kaufe normalerweise immer den Karton, wenn es ihn gibt. Die Tabletten sind halt geschickter, weil ich halt auch jemand bin, der Magenprobleme hat. Und ab und zu schlucke ich dann mal so ein Ding, was eigentlich echt gut funktioniert. Dann habe ich leer gemacht, das habe ich ganz lang mit mir rumgeschleppt in meiner Tasche. Das war mein für unterwegs Deo und da ist jetzt ein neues drin. War richtig gut, ich mag die CD-Sachen eigentlich ganz gerne. Habe aber jetzt erfahren, gerade was gelesen, dass in unterschiedlichen CD-Produkten eben auch Mikroplastik drin ist. Da musst du wirklich vorsichtig sein, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Bio-vegane Skinfood, das war die Creme, die war auch nicht schlecht. Also gibt es nichts zu meckern. Allerdings versuche ich eben gerade echt auf Duftstoffe so gut es geht zu verzichten. Ist nicht einfach, Leute, weil das allermeiste ist voll gepumpt mit Duftstoffen. So, das war das erste Serum. Ich wollte es eigentlich ursprünglich mal vorstellen. Und das war das letzte Serum, das ich aus dem normalen Drogeriemarkt geholt habe. Das ist voller Alkohol, das ist voller Duftstoffe, das macht einfach gar nichts. Ich habe anfänglich noch gemerkt, so die erste Woche, ja, ein bisschen glatter und so, aber das macht gar nichts. Da ist so viel Alkohol drin, das ist ganz übel. Es lohnt sich wirklich nicht, Leute, es lohnt sich echt nicht, sich was aus dem Drogeriemarkt zu kaufen. Die Sachen werden meistens gut beworben und so weiter, aber Hautpflege habe ich jetzt einfach gemerkt, mach weniger, gib aber mehr Geld für das aus, was du machst. Ja, also das ist definitiv Fakt. Und, oh nee, das war richtig schlecht. Das habe ich noch nicht mal leer gemacht. Das gibt es bei mir ganz selten, dass ich Sachen nicht leer mache. Wie das Peeling, das ist einfach auch zu alt gewesen. Von Bigot, das gibt es bei Bipa, das habe ich von der Verena mal bekommen. Und wenn bei mir Kosmetik einfach über... ein bisschen drüber ist, dann nehme ich es nicht mehr. Weil das ist so heikel, was die Haut betrifft. Stellenweise weiß man gar nicht, von was man seine
hier ist eine Fliege, von was man Ausschlag bekommt. Und da musst du vorsichtig sein. Dann hatte ich mal in der Lucky Vegan Box eine Zahncreme. Das war die hier. Die war nicht schlecht, muss ich echt sagen. Hätte ich die irgendwo noch gefunden, hätte ich mir, glaube ich, nochmal geholt. Jetzt habe ich gerade unverpackte Zahncreme, bin dann nicht so gut. Glaube, ich brauche echt mal wieder eine Tube. So. Manchmal fühlt sich das irgendwie nicht richtig an oder nicht sauber oder so. Ich habe auch immer wieder Zahnfleischentzündungen, was nicht gerade ein guter Hinweis ist, dass ich meine Zähne gut sauber machen konnte. Das passiert mir halt mit so Tubenzahncreme gar nicht. Dann habe ich hier das Serum von Alterra. War jetzt auch nicht der Hammer. War okay, ist aber genau das gleiche. Voller Duftstoffe, Alkohol drin. Hat jetzt auch nicht unwahrscheinlich viel gemacht. Und ich möchte euch einfach mit meinen Videos halt auch nicht irgendwie anlügen. Und was meiner Haut halt nichts bringt, das möchte ich halt irgendwie auch nicht unbedingt weitergeben. Sowas wird es bei mir also nicht mehr zu sehen geben. Dann wird weggeschmissen ein Puder von Essence. Der ist halt einfach schon zu alt und riecht komisch. Wenn Kosmetik anfängt komisch zu riechen, weg damit, Leute. Verwendet das nicht mehr. Ihr tut euch keinen Gefallen. Dann, ja, der liegt da jetzt schon eine Weile. Von Veleda Lip Balm habe ich auch in der Lucky Vegan Box drin gehabt. Der ist unwahrscheinlich schnell gekippt. Boah, ist der schnell gekippt. Habe ich nicht mal halb leer machen können, schon hat er sich getrennt. Und wenn sich Dinge trennen, ist das ein Anzeichen dafür, dass ein Stoff kaputt gegangen ist. Fand ich gar nicht gut, dieses Produkt hier. Das war irgendwie so ein Elixier und da bin ich voll drauf angesprungen. Das sind Öle gewesen, es hat, glaube ich, nach gar nichts gerochen, soviel ich weiß. Ja, da waren keine Duftstoffe drin, aber ich verwende eben schon ein Hagebuttenöl und das war so, habe ich gesehen, habe nicht genau gewusst, was das jetzt genau sein soll. Es waren x Öle drin, brauche ich nicht, muss nicht sein. Dann weggeschmissen wird, weil er einfach zu alt ist, Day All Day, 16 Stunden, Concealer und ich glaube, der hat sogar Mikroplastik. Also ich habe jetzt zu einem gegriffen, der kein Mikroplastik hat von Alverde. Den habt ihr mir empfohlen und ich finde den eigentlich richtig gut. Das letzte Produkt ist das Zitronenduftgel. Ich brauche unbedingt wieder Zitrone, möchte mir aber auch Mandarine kaufen. Und da soll man einfach darauf achten, dass das eben naturreine Duftöle sind, damit man eben auch einen positiven Effekt hat und nicht irgendwelche Siegel da drauf hat, wo es heißt, ja, stark entflammbar, was weiß ich noch alles. Also das findest du hier auf solchen Produkten eben nicht. Und da gucke ich meistens, dass ich entweder Primavera oder wie heißt das andere von mir, das ist ein Demeter-Duftöl, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also lieber weniger holen, aber dafür richtig gute Sachen. Das ist echt wichtig. Und habt ihr auch einen gesunden Effekt. Das war's. Ich melde mich schon wieder ab. Danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!